Ich grüße Sie. Wir sind jetzt bei Buddhas siebtem Pfad, die rechte Achtsamkeit. Ich sehe etwas und ich weiß, dass ich es sehe. Ich höre etwas und ich weiß, dass ich es höre. Das ist aktives Bewusstsein. Das ist Bewusstheit. Das ist Achtsamkeit. Wir werden in der Begrifflichkeit des Buddhas zu einem ungeschäftigen Menschen. Jedoch, dies heißt nicht, dass wir in die Handlungslosigkeit verfallen. Im Gegenteil. Buddha sagt knapp und klar, ist es erforderlich zu gehen, geht. Ist es erforderlich zu sitzen, sitzt. Das heißt, wir handeln nur dort, wo es tatsächlich erforderlich ist. Achtsam sein heißt, hochwach in meditativer Haltung sein, heißt weit nach außen und tief nach innen schauen, wo sich die wesentlichen Qualitäten meines Lebens abspielen. Ich schaue tief in meinen Körper. Hier baue ich Resonanzen auf, zu meinen Organen, ja, zu allen meinen Körperzellen. Ich schaue tief in meine Gefühle. Hier erkenne ich, welche zuträglich sind und welche Illusionen sind. Ich schaue tief in meinen Geist, in meine Denkstruktur. Hier versuche ich, irreale Denkmuster zu erkennen, um sie auszufiltern. Ich schaue weit in alle Dinge hinein, die ich im Außen wahrnehme. In solch meditativer Haltung brauche ich nicht mehr zu diskutieren, nicht mehr zu theoretisieren, nicht mehr zu intellektualisieren. Ich benutze meinen Geist, mein Bewusstsein zur Stille, zur Kontemplation, zum Hören auf die leise innere Stimme, die zu hören ist, bevor sich das Gehirn dazwischen drängelt. Schauen wir solchermaßen tief in alles, was uns erscheint, erkennen wir, dass unsere bisherigen Vorstellungen über unseren Körper und unseren Geist fehlerhaft sind. Diese fehlerhaften Vorstellungen können wir überwinden, indem wir uns im ersten Schritt von ihnen lösen, indem wir uns einen inneren Raum ohne Vorstellungen erschaffen. Das bedeutet nicht, dass wir das analytische Denken aufgeben oder gar die Wahrnehmung. Im Gegenteil, dieses vertieft sich. Was sich ändert, ist die Qualität der Wahrnehmung und die daraus folgende Erkenntnis. Tief in mich hineinschauen heißt, die eigene Wahrnehmung verändern hin zur tatsächlichen Realität, die hinter der Realität meiner Sinne und der Materie liegt. Durch die Veränderung meiner Wahrnehmung verändere ich mein Lebensprogramm. Dieses mein neues Lebensprogramm erschafft mir eine neue Realität. Achtsam sein heißt wach sein. Aufmerksam sein und mit klarem Blick ausgestattet. Jener klare Blick darf nicht verstellt sein, nicht durch Emotionen, nicht durch Vorurteile, nicht durch Meinungen oder Glaubenssätze, nicht durch vorgeschaltete Bedingungen jeglicher Art. Um effektiv achtsam sein zu können, darf ich mir keinerlei Brille auf die Augen setzen oder mir setzen lassen. Jede Art von Brille ist schädlich, auch die Brille der Gerechtigkeit.
Überhaupt sind alle Moral- oder Prinzipienbegriffe mit allergrößter Vorsicht zu genießen. Meist verschleiern sie mehr, als sie erhellen. Das Prinzip des reinen Beobachtens ist der Hauptweg der Achtsamkeit. Hier erhält man diejenigen Informationen, die man braucht, um die Rückkoppelung in Gang zu setzen. Das klare Erkennen dessen, was gewesen ist, formt sich in neu bewertete Motivation für das, was kommt. Vergangene Fehlentscheidungen sind immer zu begrüßen als Ausgangspunkt für zukünftig richtige Entscheidungen. Wenn ich meinen klaren Blick und meine Erkenntnis erst seit heute habe, dann bedauere ich nicht, dass dies schon vor 10 Jahren hätte sein können. Damals ging es nicht. Selbst letzte Woche war es noch nicht so weit. Aber heute. Und das ist gut. Der große Soziologe und Psychotherapeut Erich Fromm hat gemeint, dass wir alle als Genies geboren werden, die meisten von uns jedoch als Dackel sterben. Wie recht er doch hatte. Erkenntnis, wenn sie sich denn einstellt, kann sich im Leben niemals zu spät einstellen. Mit klarem Blick erkenne ich das Leid hinter allen anderen Wesen und Menschen. Mit ihm kann ich in die verschlossenen Herzen der Mitmenschen sehen und ihren Schmerz spüren. Hinter allem gierigen Getue, hinter allem aggressiven Verhalten, hinter Ignoranz, Überheblichkeit und Dummheit steht unübersehbar die persönliche Not des Menschen. Wer dieses nicht nur erkennen, sondern auch erfühlen kann, dem wurde eine große Tür des Lebens geöffnet. Er kann niemals mehr beleidigt werden. Im Gegenteil. Er kann seine Liebe und sein Mitgefühl auf alle Menschen ausdehnen. Es ist unwichtig, ob der andere dieses Entgegenkommen wahrnimmt oder gar akzeptiert. Das Ausströmen meines Mitgefühls, meiner Liebe, hat nichts damit zu tun, ob der Empfänger etwas davon spürt oder gar annimmt oder gar Dankbarkeit zeigt. Um es noch einmal zu sagen, Mitgefühl ist das Gegenteil von Mitleid und beinhaltet keinerlei, auch noch so versteckte Forderung, auch keine nach Verhaltensänderung des anderen. Ich fühle mit, weil ich mich im Leid des anderen selbst spiegele. Inmitten des Bewusstseins meines eigenen Schmerzes, den ich mit großer Anstrengung zu überwinden suche, fühle ich das Leid dessen, der den Kampf vielleicht schon aufgegeben hat. Ich gebe Mitgefühl und bleibe gleichmütig dabei. Dies ist der Weg der Erkenntnis. In diesem 7. Pfad gelangt Buddha zu dem Kernpunkt seiner Lehre, den man auch als Bewusstseinsklarheit übersetzt. Es ist dies eine Anleitung zur Wirklichkeitsergründung, zur Wirklichkeitserkenntnis, die sich allmählich von den Fehlerquellen reinigt und am Ende illusionäre Sichtweisen ausschließt. Es ist dies die Beobachtungsanalyse dessen, was in mir und um mich geschieht, ohne jede Qualifizierung, ohne Bewertung oder Kommentierung.
Allein die nicht entstellte Wirklichkeit kann eine verlässliche Grundlage meines Lebens sein, hier auf diesem Planeten. Die Technik dazu heißt reines Beobachten und verschafft mir eine innere Freiheit dem anderen gegenüber, weil ich mich rein aufnehmend verhalte, ohne mit dem Gefühl, dem Willen oder dem Denken bewertend Stellung zu nehmen. Ich danke Ihnen.